Eschborn, Frankfurt und der Taunus präsentierten sich beim Radklassiker Eschborn, Frankfurt 2024 von ihrer allerbesten Seite. Und das wollte auch der Vorjahressieger tun. Søren Krogh Andersen hatte seinen Triumph von 2023 natürlich noch im Gedächtnis, aber er wusste, die Konkurrenz war groß. Nils Pollitt mit einem richtig starken Frühjahr bis hierhin, allerdings schon maximal beansprucht. Deshalb war der Deutsche sich unsicher, wie viel Körner denn tatsächlich noch übrig waren für die Runde am Tag der Arbeit. Hochmotiviert, selbstverständlich, John Degenkolb, der Lokalmatador auf seiner Heimstrecke, allerdings zuletzt ein bisschen gehandicapt aufgrund einer Knieverletzung. Alexander Christoph, der Stammgast schlechthin bei Eschborn Frankfurt, vierfacher Sieger, eine herausragende Kulisse. Strahlender Sonnenschein beim Start vor der Runde über mehr als 200 Kilometer von Eschborn durch den Taunus in die Bankenmetropole Frankfurt am Main. Die traumhafte Strecke des letzten Frühjahrsklassikers des Jahres im Jahr 2023. Nochmal optimiert, nochmal ein bisschen schwieriger. Es ging zweimal über den Feldberg, dreimal über den Mammolsheimer Berg. Der Startschuss von Eschborns Bürgermeister Adnan Schaik exakt um 12.05 Uhr nach 2,6 Kilometern. Dann der scharfe Start und da wurde auch gar nicht lange gefackelt. Die Fahne wehte quasi noch im Wind. Da gab es schon die erste Attacke aus dem Feld heraus. Und schau an, wer hat sich denn da aufgemacht? Der Lokalmatador höchstpersönlich. John Degenkolb hatte da eine Idee entwickelt, die er zuvor nur mit seiner Ehefrau Laura geteilt hatte. Es sollte von Beginn an voll auf die Socken geben. An seiner Seite der Italiener Giacomo Bosca und Ware van Geluwe aus Belgien. Die drei auf einer wunderbaren Ausfahrt. Zunächst durch die Straßenschluchten von Frankfurt am Main. Es ging ein erstes Mal über den Main, tja, und im Feld. Da war es zunächst noch ein angenehmes Tempo. Schnell wuchs der Vorsprung der dreiköpfigen Spitzengruppe. Dann ging es rüber in die Heimat von John Degenkolb nach Oberursel. Es ging über das Kopfsteinpflaster und er hatte richtig gute Laune. Denn sein Plan, der schien tatsächlich aufzugehen. Da er wusste, es reicht körperlich wohl nicht, um bis zum Ziel richtig gut mitzuhalten, war er auf die Bergpunkte aus. Das machte er wohl auch der Konkurrenz klar, denn er setzte sich ziemlich eindeutig ab. Bei der ersten Auffahrt auf den Feldberg und sammelte alle drei Bergpunkte ein. Mosca und Van Geluwe distanziert und dann ging es in rasender Abfahrt mit der Drohne im Gepäck wieder Gentheil. Über Niederreifenberg ging es weiter, die Abfahrt in Richtung Schlossborn. Es war eine spektakuläre Strecke bei sensationellem Wetter, 25 Grad und natürlich die Straßen dicht gesäumt. 4,5 Minuten mittlerweile der Vorsprung des Trios, das richtig gut harmonierte und an der Strecke immer wieder angefeuert wurde. Im Feld mittlerweile ein bisschen mehr Betrieb. Jetzt waren Degenkolb und Van Geluwe vorne auch alleine, aber Degenkolb, der hielt sich richtig wacker. Wenn er die Bergwertung holen wollte, dann musste er mindestens drei dieser Wertungen für sich entscheiden und das gelang. Am Mammolsheimer Berg eine, wie immer, atemberaubende Atmosphäre. Degenkolb von vorne und die 29 km/h, die er da bergauf hinlegt, die waren aller Ehren wert. Das Feld dahinter in einem gebührenden Respektsabstand. Klar, wenn der Lokalmatador hier vorliegt, dann lässt man ihn erstmal machen. So viel Ehre muss sein. Beste Aussicht auf ein fantastisches Rennen. Mittlerweile ging aber die Kraft beim Führungsduo zur Neige. Degenkolb hatte die ersten drei von fünf Bergwertungen für sich entschieden. Damit war klar, wenn er das Ziel an der Alten Oper erreicht, dann gewinnt er auch die Bergwertung. Ein perfekt ausgetüftelter Plan, richtig gut in die Tat umgesetzt. Er hat alles rausgehauen, was noch im Tank war.
Dann wurden die beiden gestellt und das Rennen begann quasi nochmal von vorn. Rund 90 Kilometer vor dem Ziel war es dann ein echtes Ausscheidungsfahren mit vielen Attacken, sehr, sehr unruhige Rennphase. Immer wieder probierten es einzelne Akteure, ohne sich wirklich entscheidend absetzen zu können. Klar war aber, wer hier um den Sieg mitfahren wollte, der musste jetzt aufmerksam sein und dranbleiben. Tolle Attacke in dieser Situation von Emanuel Buchmann und dem Iren Ben Healy. Tempo wurde immer höher, so richtig weg kamen die beiden aber auch nicht. Ihr maximaler Vorsprung lediglich 20 Sekunden. Wieder ging es über das Kopfsteinpflaster in Eppstein. Auch dort, wie an allen Durchfahrtsorten, eine wirklich grandiose Stimmung. Noch etwas mehr als 50 Kilometer zu fahren. Das Tempo wurde immer höher. Buchmann und Healy weiterhin an der Spitze. Hinten fielen jetzt immer mehr Fahrer raus. Es kristallisierte sich eine Topgruppe von rund 40 Fahrern, die dann zum letzten Mal den Mammolshainer in Angriff nahm. Und da gab dann ein junger Schweizer richtig Gas. Dürfen wir vorstellen, Jan Christen, 19 Jahre und 310 Tage alt, der jüngste Teilnehmer bei Eschborn Frankfurt 2024. Und er dominierte dieses Rennen in der Schlussphase von vorne. Sollte diese Solo-Attacke tatsächlich zum Sieg führen. Jetzt waren es nur noch 14,5 Kilometer. Frankfurt war erreicht. Es ging ins große Finale. Der Vorsprung aber erschmolz wie ein Eis in der Maisonne. Die Straßenschluchten der Bankenmetropole waren erreicht. Es ging über die Untermainbrücke und dann über die alte Brücke. Wieder zurück in Richtung erster Zieldurchfahrt an der alten Oper und das bei einer absoluten Gänsehautatmosphäre. Noch knapp 10 Kilometer zu fahren, das Tempo im Feld, es wurde jetzt immer höher. Tolle Bilder am Eschenheimer Turm, es war ein unglaubliches Spektakel bei allerbesten Bedingungen in Frankfurt. Noch 6,5 Kilometer, die letzte Runde eingeläutet vor der alten Oper. Es war ein Sekundenpoker und das Feld mit vielen Favoriten, es machte einen perfekten Job. 2,5 Kilometer vor dem Ziel. Jan Christen schüttelt den Kopf und muss anerkennend seinen Kollegen im Feld sagen, Jungs, das habt ihr richtig gut getimt, da habt ihr mich doch noch erwischt. 2 Kilometer noch zu fahren und dann ging es hinein in den packenden Schlusssprint. Hochspannung auf der Zielgeraden. Und am Ende streckt ein junger Belgier, der da in letzter Sekunde aus dem Pulk heraussticht, irgendwie noch seinen Kopf nach vorne. Es ist einer der Besten in diesem Frühjahr. Maxim Gilts vom Team Lotto Destiny feiert seinen bis hierhin größten Sieg seiner Karriere. Was für ein Triumph, ein absoluter Geniestreich. It's my last race. It was already an incredible spring, but to finish it off with a world title victory, it's an absolute dream. It's really crazy. Everything went perfect this season. I am riding on a really, really high level, so I really enjoy it. Ein Traum ist für ihn in Erfüllung gegangen. Das Ergebnis von Eschborn Frankfurt 2024. Maxim von Gils aus Belgien vor Alex Aramburu, Team Movistar aus Spanien. Ryan Schielen aus den Vereinigten Staaten auf Platz 3. Es war ein 1. Mai aus dem Bilderbuch.